Kapitel 2. 1130 Stunden, 17. August 2517. Militärischer Kalender. Iridianus Sternsystem, Iridianus 2. Elysium City. Die orangefarbene Sonne loderte feurig über dem Spielplatz der Grunderziehungseinrichtung Nummer 119 in Elysium City. Dr. Halsey und Lieutenant Keyes standen im Halbschatten einer Zeltplane und beobachteten die schreienden und spielenden Kinder, die sich gegenseitig verfolgten, auf Stahlgerüste kletterten und Gravobälle über die Spielfelder warfen. Lieutenant Keyes fühlte sich sichtlich unwohl in ziviler Kleidung. Er trug einen weiten grauen Anzug und ein weißes Hemd ohne Krawatte. Dr. Halsey fand seine plötzliche Unbeholfenheit charmant. Als er sich darüber beschwerte, dass seine Kleidung zu weit und zu schlampig wirkte, hätte sie beinahe gelacht. Er war durch und durch Soldat. Sogar ohne Uniform stand er so gerade, als müsse er ständig Haltung annehmen. »Es ist schön hier«, sagte sie. »Die Kolonie weiß nicht, wie gut es ihr geht. Ländlicher Lebensstil, keine Verschmutzung, keine Überbevölkerung, klimakontrolliertes Wetter.« Der Lieutenant grunzte zustimmend, während er versuchte, eine Falte in seiner Seidenjacke zu glätten. »Entspannen Sie sich«, sagte sie. »Wir sind angeblich Eltern, die nach einer Schule für ihr kleines Mädchen suchen.« Sie legte ihren Arm um seinen und war überrascht, dass es dem Lieutenant tatsächlich gelang, noch strammer zu stehen. Sie seufzte und löste sich von ihm, öffnete ihre Handtasche und nahm einen handtellergroßen Gegenstand heraus. Sie rückte die Krempe ihres breiten Strohhuts zurecht, um den Bildschirm vor der Mittagssonne zu schützen. Mit einem Fingerdruck griff sie auf die Datei zu, die sie über ihr Zielobjekt angelegt hatte. Nummer 117 hatte all die genetischen Eigenschaften, nach denen sie in ihrer ursprünglichen Studie gesucht hatte. Er war so perfekt für ihr Projekt geeignet, wie man es sich nur wünschen konnte. Aber Dr. Halsey wusste, dass sie mehr als nur theoretische Perfektion benötigte, damit dieses Projekt funktionierte. Menschen waren mehr als die Summe ihrer Gene. Es gab Umweltfaktoren, Mutationen, erlernte Ethik und 100 andere Faktoren, deretwegen man die Kandidaten für ungeeignet erklären konnte. Das Bild in ihrer Datei zeigte einen typischen 6-jährigen Jungen. Er hatte lockiges braunes Haar und ein Grinsen auf den Lippen, das eine Lücke zwischen seinen Vorderzähnen enthüllte. Ein paar Sommersprossen waren auf seinen Wangen zu sehen. Gut, die Übereinstimmungen bestätigten seine Identität. Unser Objekt. Als sie den Lieutenant den Bildschirm zeigte, bemerkte sie, dass das Bild bereits 4 Monate alt war. Wusste Oni denn nicht, wie schnell sich diese Kinder veränderten? Schlampige Arbeit. Sie nahm sich vor, ab jetzt regelmäßig nach neuen Bildern zu fragen, bis Phase 3 angelaufen war. »Ist er das?« flüsterte der Lieutenant. Dr. Halsey sah auf. Der Lieutenant nickte in Richtung eines grasbewachsenen Hügels am Rand des Spielplatzes. Die Spitze des Hügels bestand aus purem Sand, ohne jede Vegetation. Ein Dutzend Jungen schubsten und stießen sich gegenseitig. Sie sprangen sich an, rollten den Abhang hinab, standen auf, liefen wieder nach oben und wiederholten den Vorgang. »Herrscher des Hügels«, bemerkte Dr. Halsey. Ein Junge stand ganz oben. Er blockierte, schubste und überwältigte alle anderen Kinder mühelos. Dr. Halsey richtete ihren Minicomputer auf ihn und zeichnete den Zwischenfall für eine spätere Untersuchung auf. Sie zoomte das Studienobjekt heran, um es besser betrachten zu können. Der Junge lächelte und zeigte die gleiche kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen. Sie fror das Bild ein und verglich es mit dem Bild in ihren Daten. »Das ist unser Junge!« Er war mehr als eine Handbreit größer als die anderen Kinder und, wenn seine Leistung im Spiel gezählt werden konnte, stärker als sie. Ein anderer Junge sprang ihn von hinten an. Nummer 117 warf ihn so mühelos ab, als sei er ein Spielzeug und stieß ihn lachend den Abhang hinab. Dr. Halsey hatte ein Exemplar mit perfekten körperlichen Proportionen und atemberaubendem Intellekt erwartet. Tatsächlich war das Objekt schnell und stark, aber auch dreckig und unhöflich. Sie wusste, dass sie in diesen Feldstudien einige unrealistische und subjektive Annahmen korrigieren musste. Was hatte sie auch erwartet? Er war ein 6-jähriger Junge, voller Leben und unkontrollierten Gefühlen und so vorhersehbar wie der Wind. 3 Jungen taten sich gegen ihn zusammen. 2 griffen nach seinen Beinen und einer legte die Arme um seine Brust. Sie rollten den Hügel herab. Nummer 117 trat und schlug und biss seine Angreifer, bis sie losließen und von ihm wegliefen. Er erhob sich und stieg den Hügel wieder hinauf.
Dabei stieß er einen weiteren Jungen zur Seite und rief, er sei der Herrscher. Er wirkt, sagte der Lieutenant, sehr lebhaft. Ja, antwortete Dr. Halsey. Wir werden vielleicht etwas mit ihm anfangen können. Sie warf einen Blick über den Spielplatz. Der einzige Erwachsene half gerade einem kleinen Mädchen auf, das hingefallen war und sich den Ellenbogen aufgeschlagen hatte. Sie gingen auf das Erste-Hilfe-Büro zu. Bleiben Sie hier und behalten Sie mich im Auge, sagte sie und reichte ihm den Minicomputer. Ich sehe ihn mir genauer an. Der Lieutenant wollte etwas sagen, aber Dr. Halsey ging bereits, lief dann sogar über die bunten Felder des Spielplatzes. Eine Brise verfing sich in ihrem Kleid und sie musste den Saum mit einer Hand festhalten, während sie die andere auf die Krempe ihres Strohhuts legte. Sie wurde langsamer und blieb 4 Meter vor dem Hügel stehen. Die Kinder unterbrachen ihr Spiel und drehten sich um. »Du kriegst Ärger«, sagte ein Junge und schubste Nummer 117. Der stieß ihn zurück und sah Dr. Halsey direkt in die Augen. Die anderen Kinder sahen weg. Einige lächelten peinlich berührt, andere zogen sich langsam zurück. Ihr Objekt blieb jedoch trotzig stehen. Entweder war er sicher, dass sie ihn nicht bestrafen würde, oder er hatte einfach keine Angst. Sie sah, dass er einen blauen Fleck auf der Wange hatte. Der Stoff an den Knien seiner Hose war zerrissen und seine Lippe aufgeplatzt. Dr. Halsey ging 3 Schritte näher heran. Mehrere Kinder traten instinktiv 3 Schritte zurück. »Kann ich bitte mit dir reden?«, fragte sie und behielt ihr Objekt im Auge. Er unterbrach den Blickkontakt erst jetzt, hob die Schultern und kletterte den Hügel herab. Die anderen Kinder kicherten und machten schadenfrohe Geräusche. Eines warf einen Kieselstein nach ihm. Nummer 117 ignorierte sie. Dr. Halsey führte ihn zum Rand eines Sandkastens und blieb stehen. »Wie ist dein Name?«, fragte sie. »Ich bin John«, sagte er. Der Junge streckte die Hand aus. Dr. Halsey hatte keinen körperlichen Kontakt erwartet. Der Vater des Objekts musste ihm diese Geste beigebracht haben, vielleicht imitierte der Junge aber auch, was er gesehen hatte. Sie ergriff seine Hand und war überrascht, wie viel Stärke in den kleinen Fingern steckte. »Es freut mich, dich kennenzulernen.« Sie ging in die Knie, um auf einer Höhe mit ihm zu sein. »Ich wollte dich fragen, was du eben getan hast.« »Ich habe gewonnen«, sagte er. Dr. Halsey lächelte. Er hatte keine Angst. Und sie bezweifelte, dass es ihm schwer gefallen wäre, sie ebenfalls von dem Hügel zu stoßen. »Du magst Spiele?«, sagte sie. »Ich mag sie auch.« Er seufzte. »Ja, aber letzte Woche musste ich Schach spielen. Das war schnell langweilig. Man gewinnt zu leicht.« Er holte rasch Atem. »Oder können wir Gravoball spielen? Ich darf nicht mehr Gravoball spielen, aber vielleicht lassen sie mich, wenn du ihnen sagst, das sei in Ordnung.« »Ich möchte, dass du ein anderes Spiel ausprobierst«, sagte sie ihm. »Sieh her.« Sie griff in ihre Tasche und nahm eine Metallscheibe heraus. Sie drehte sie und die Scheibe glitzerte in der Sonne. »Menschen benutzten solche Münzen vor langer Zeit als Währung. Damals war die Erde der einzige Planet, auf dem wir lebten.« Sein Blick fixierte das Objekt. Er griff danach. Dr. Halsey zog die Münze weg und drehte sie zwischen Daumen und Zeigefinger. »Jede Seite ist anders, siehst du das? Auf der einen ist das Gesicht eines Mannes mit langen Haaren. Auf der anderen ist ein Vogel, den man Adler nennt.« »Er hält Pfeile«, sagte John. »Ja, gut.« Seine Augen mussten außergewöhnlich gut sein, wenn er solche Details auf diese Entfernung erkennen konnte. »Wir benutzen die Münze in unserem Spiel. Wenn du gewinnst, kannst du sie behalten.« John nahm seinen Blick von der Münze und sah erneut zu ihr. Er kniff die Augen zusammen und sagte, »Okay, ich gewinne aber immer. Deshalb darf ich kein Gravoball mehr spielen.« »Das kann ich mir denken.« »Was ist das für ein Spiel?« »Es ist ganz leicht. Ich werfe die Münze, so wie jetzt.« Sie drehte ihr Handgelenk und katapultierte die Münze mit dem Daumen in die Luft. Sie drehte sich rasch und landete im Sand. »Das nächste Mal möchte ich jedoch, dass du mir, bevor sie landest, sagst, ob das Gesicht des Mannes oder der Adler mit den Pfeilen nach oben liegen wird.« »Verstanden«, John spannte sich an und beugte die Knie. Sein Blick schien sich weder auf sie noch auf die Münze zu konzentrieren. Dr. Halsey nahm den Vierteldollar auf. »Bereit?« John nickte knapp. Sie warf die Münze und achtete darauf, dass sie sich möglichst oft im Flug drehte.
Johns Augen folgten ihr mit diesem merkwürdig entfernten Blick. Er sah zu, wie sie nach oben flog und dann dem Boden entgegenfiel. Seine Hand griff danach und pflückte den Vierteldollar aus der Luft. Er hielt die geschlossene Hand hoch. »Adler!« rief er. Vorsichtig ergriff sie seine Hand und öffnete die kleine Faust. Der Vierteldollar lag auf seiner Handfläche, der Adler leuchtete im orangefarbenen Sonnenlicht. Hatte er möglicherweise gesehen, welche Seite oben lag, als er danach griff? Oder, was unwahrscheinlicher war, hatte er die Seite gewählt, die er wollte? Sie hoffte, dass der Lieutenant alles aufgezeichnet hatte. Sie hätte ihm sagen sollen, dass er den Minicomputer auf sie zu richten hatte. John zog seine Hand zurück. »Ich kann sie behalten, richtig? Das hast du doch gesagt.« »Ja, du kannst sie behalten, John.« Sie lächelte ihn an und fing sich dann. Sie hätte seinen Namen nicht verwenden sollen. Das war ein schlechtes Zeichen. Sie konnte sich den Luxus, ihre Testobjekte zu mögen, nicht leisten. Mental trat sie von ihren Gefühlen zurück. Sie musste eine professionelle Distanz einhalten. Das war wichtig, weil Nummer 117 vielleicht in einigen Monaten nicht mehr leben würde. »Können wir noch einmal spielen?« Dr. Halsey stand auf und trat einen Schritt zurück. »Ich hatte leider nur die eine. Ich muss jetzt gehen. Spiel weiter mit deinen Freunden.« »Danke.« Er lief zurück und rief den anderen Jungen zu. »Seht mal!« Dr. Halsey ging zum Lieutenant. Die Sonne, die vom Asphalt reflektiert wurde, fühlte sich zu heiß an und sie wollte plötzlich nicht mehr draußen sein. Sie wollte zurück ins Schiff, wo es kühl und dunkel war. Sie wollte weg von diesem Planeten. Sie trat unter die Markise und sagte zum Lieutenant, »Sie haben das doch aufgezeichnet, oder?« Er reichte ihr mit einem verwirrten Blick den Minicomputer. »Ja, aber was sollte das?« Dr. Halsey überprüfte die Aufnahme und schickte zur Sicherheit eine Kopie an Toran auf der Hand. »Wir überprüfen diese Objekte auf bestimmte genetische Eigenschaften«, sagte sie. »Stärke, Geschicklichkeit, sogar Neigung zur Aggression oder Intellekt. Aber wir können nicht alles aus der Entfernung prüfen. Wir können nicht Glück testen.« »Glück?« fragte Lieutenant Keyes. »Sie glauben an Glück, Doktor?« »Natürlich nicht«, sagte sie und winkte ab. »Aber wir ziehen 150 Testexemplare in Betracht und haben nur Gelder und Einrichtungen für die Hälfte. Dieses Kind gehört zu den Glücklichen. Entweder das oder er ist unglaublich schnell. Wie dem auch sei, er ist angenommen.« »Ich verstehe nicht«, sagte Lieutenant Keyes und begann mit der Pfeife in seiner Tasche zu spielen. »Ich hoffe, das bleibt so, Lieutenant«, antwortete Dr. Halsey leise. »Um ihretwillen hoffe ich, dass sie nie verstehen, was wir tun.« Sie sah ein letztes Mal zu Nummer 117, zu John. Er rannte und lachte, hatte so viel Spaß. Einen Augenblick lang beneidete sie die Unschuld des Jungen, ihre eigene war längst vergangen. Leben oder Tod, Glück oder Pech, sie verdammte den Jungen zu großen Schmerzen und großem Leid. Aber sie musste es tun.